Ich habe ein bisschen Liebeslyrik aus Mannheim mitgebracht. Ja, gemerkt, es geht nicht ganz zusammen. Deswegen, also es ist verteufelt. Also, es ist nicht das erste Mal, dass ich versuche, über die Liebe zu schreiben. Ich bin schon ein paar Mal dran gescheitert, wirklich. Also jedes Mal, wenn ich versuche, eine Geschichte oder ein Gedicht über die Liebe zu schreiben, dann endet dieser Text mit einer Vergewaltigung, einer HIV-Infektion oder Schlimmerem. Deswegen habe ich jetzt meine Strategie geändert. Ich versuche nicht mehr aus meinem Erfahrungshorizont heraus zu schreiben, sondern bediene mich der Literatur. Ich habe zu diesem Zweck eine kleine epochale Zeitreise verfasst, zu der ich euch, Freunde, einladen möchte, damit wir gemeinsam das Wesen der Liebe und wir beginnen diese Reise zusammen im Mittelalter. Phase 1. Minnesa. Herzeliebstes Frohlin, mit Verlob ich glaube mien, verstand gemachst im Tosen, Täle mien, Herze, da vom Minnepfeile und gar unwohl was mien lieb, drum ich diese Zähle schrieb. Liebste Herrin, auf dem Steine saß ich lang genug alleine, nun komm und raube mir die Sinne, denn mien Hobbit steckt voll mir. Und weil ich der Herrin kundtat, steckt mein Herz jetzt voller Unrat. Ich bin ein Opfer jener Kraft, die Liebe, Wille und Leidenschaft und mich von deinem Nabel abhält, bis der letzte Appel abfällt. Bin ein Opfer jener Kräfte, die des männlichen Geschlechtes Trieb in einem Schlag entfachen, bis sie ihnen Macken machen. Ich bin ein Pessimist, der schlicht dem Morgen zu viel beigemisst und merkt, dass alles eitel ist. Das ist gut drauf heute. Das alles nicht. Drum suchte ich den Schockeffekt und fand ihn. Das geht alles von meiner Zeit ab, meine Liebe. Drum suchte ich den Schockeffekt und fand ihn im Barock so nett. Zweite Phase. Im Morgengrauen blüht das Herz. Es stärkt und festigt seine Triebe, auf dass es bis zum Abend bliebe, doch wird es vorher ausgemacht. Schau, wie dein faules Fleisch verrottet einsam in der Dunkelheit und Zähne plätschert, zeigt die Zeit, wie sehr sie deiner Schönheit spottet. Schau, wie sie mich umschlingt, sich windend um die Knochen rennt, bis sie dich zu Staub zerreißt. Und jeden Tag und jede Stunde gehst du Stück für Stück zugrunde. Bis auch hier nur noch Asche bleibt. Das ist immer noch ein Liebesgedicht. Conclusio, die Zeit vergeht. Doch bleibt die Ambiguität, die Stellung um die Liebe steht. In Anbetracht der miesen Tropen, dieser fiesen Misanthropen und um Vorurteile auszukehren, herrscht wohl Bedarf, hier aufzuklären. Das Äquilibrium von Empirismus und hypothetischem Skeptizismus scheint angesichts der Evidenz und das Beihall der Eloquenzen unter folgender Prämisse der metaphysischen Kulisse gewisse Geltung zu erfahren. So kann die Synthesis zum einen nur affiziert mit dem gemeinen Ding an sich transzendentieren und das Reale subsumieren. Determinierung der Ästhetik bedarf der subjektiven Ethik, das Prädikat, ob schön, ob hässlich, bleibt a priori unverlässlich. So stoppt das kantige Gerede, weil keine ranzigere Fehde jemals, egal ob Herbst, ob Wahrst, den schönen Geist so sehr zerfraßt, das schnöde Lobpreisend, auf das beim kategorischen Schwanzvergleiche die Klarheit des Verstands verbleiche. Liebe aber heißt Bewegung, Triebgewaber, Schweiß, Erregung, ein Quäntchen Lust entsteht im Bauch und aus dem Quäntchen wird ein Hauch, ein leichter Zug durch Mark und Bein, er ruht zum Sturm und Drang, Phase 4 hinein und ließ die Zeit zweiteilig sein. Doch ist Liebe nicht zuletzt viel mehr als nur das Hier und Jetzt. Ist sie treibend, ist sie trauernd, ist sie bleibend, ist sie dauernd, ist sie Gottes Perfektion, ist sie menschliche Fiktion? Wie kann ich sie dechiffrieren? Wie lässt sie sich transkribieren? Wie packe ich sie adäquat in angebrachtes Reimformat? Als Elegie, als Lustichon, als schönes Nonchalant-Chanson, als das Fine, als Romanze, und der Schwanze kann vielleicht ein Elfchen helfen? Oder muss ich meine Leute da kleiden? Wie man es nun auch dreht und wendet, der Suchende, er bleibt verblendet. Und
Die Moral von der Geschichte, willst du der Liebe Wesen fassen, musst du sie geschehen lassen. Eine Instant-Formel fürs Gedicht gibt's nicht. Vielen Dank.